Inzwischen werden die Triebzüge auch im ehemaligen LEW-Werk Hennigsdorf bei Berlin gebaut. Jetzt unter der Federführung der damaligen AEG Atrans. Im Sommer 1995 wird der 100. hier gebaute Zug vorgestellt. Bis 1995 werden insgesamt 309 Einheiten der zweiten Serie in Betrieb genommen. Die zweiteiligen Triebzüge beider Baureihen sind vom Nebenbahnbetrieb jetzt nicht mehr wegzudenken. Der gute alte Uerdinger Schienenbus hatte ausgedient. Zu den Hochburgen gehört damals der Hoferraum. Fast alle Strecken werden mit den beiden 628er Varianten gefahren. Gegenüber der ersten Serie ist der Fahrgastraum nur wenig umgestaltet. Neu sind die separaten Kopfstützen. Auch auf der Odenwaldbahn zwischen Eberbach und Darmstadt werden die 628 heimisch. Im Einsatz sind 628-4. Mit 485 Kilowatt Leistung haben sie deutlich mehr unter der Haube als die erste Version. Für die steigungsreichen Strecken der Odenwaldbahn gerade so ausreichend. Zusteigehalt in Hetzbach. Der Fahrkomfort ist bis heute vorbildlich. Die Luftfederung neigt zwar zum Wanken, doch die Vorteile überwiegen. Die Fahrzeugsteuerung ist bereits rechnergestützt, verfügt aber über ein Notprogramm, das bei Ausfall eine Weiterfahrt ermöglicht. Gebremst wird über dieses Bremsventil. Die indirekte, selbsttätig wirkende Druckluftbremse sorgt für die nötige Verzögerung. Für Schnellbremsungen gibt es noch zusätzlich eine Magnetschienenbremse. Allein über diesen Fahrhebel wird das Fahrzeug in Bewegung gesetzt. Über ein hydraulisches Getriebe wird die Leistung zum Drehgestell am Kurzkupplungsende übertragen. Die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ist für den Nebenbahnbetrieb ausreichend, für den heutigen Betrieb auf Hauptbahnen zu gering.